Nachmittag bei Hampton Inn. Vorgestellt hat Elena Reuter vom Reitfahr- und Edelstoffverein Ellerstrom in Gemünde. Ja, Reitverein Rumtal-Kirchhain e.V. heute nach über 2 Jahren Corona-Pause wieder ein Reitturnier. Hier ist der erste Vorsitzende und die zweite Vorsitzende. Schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Ja, Reitverein Kirchhain, nee, Rumtal-Kirchhain. Herr Ohl. Ja, bitte. Was ist der Reitverein Rumtal-Kirchhain? Ja, wir sind ein alteingesessener Kirchhainer Verein, also jetzt nicht gerade mal hier nur 5-10 Jahre alt, sondern richtig historisch. In wie vielen Jahren sind wir jetzt? Also über 75. 75 hatten wir ja schon. Ja, genau. Mhm. Also alteingesessener Verein, auch noch ganz alt mittlerweile Gründungsmitglieder im Verein mit dabei und mit einer tiefen Verwurzelung hier im Ort. Und versuchen, den Reitsport hier in der Region in und um Kirchhain lebendig zu halten. Wie viele Mitglieder hat der Verein? 118 hatten wir zum 31.12. Jetzt, wenn man sich umguckt, ist das ja eine schöne Anlage, schön groß, eine Reithalle, Reitplätze. Das kostet Zeit und Geld. Das stimmt. Also jede Menge Zeit. Ist nicht immer ganz leicht, die Mitglieder zu motivieren, weil natürlich jede Menge Pflege mit da verbunden ist. Also jetzt sieht man hinter uns unser Dressurviereck, auf dem gerade das Turnier stattfindet. Die Anlage erstreckt sich dahinter auch noch weiter. Wir haben da Weiden und was man jetzt nicht sieht, auf der anderen Seite des Deiches, neben dem wir hier stehen, haben wir noch 2 Springplätze, einen kleinen, einen großen. Dazu eine Reithalle nochmal auf der anderen Seite. Das ist sehr viel Gelände, sehr viel Gebäude und entsprechend alles verwittert, alles verbraucht sich. Viel Arbeit für die Mitglieder, das alles in Schuss zu halten. Kommen wir zum Reitturnier. Reitturnier ist wie jedes Vereins-Event immer verbunden mit viel Arbeit, viel Aufwand. Aber Reiter sind ein spezielles Völkchen, weil sie eben mit lebendigen Tieren zu tun haben. Das heißt, man guckt auf seine Wertung. Hinter uns sehen wir ja die Dressurprüfung und sagt, okay, schön, dass wir das Pferd wieder bewegt haben, ab in Hänger und nach Hause. Ist das so, Frau Ronsheimer? Nein, nicht direkt. Also kommt halt immer drauf an. Wenn man zum Beispiel jetzt ein junges Pferd dabei hatte, was wir heute hatten, dann versucht man natürlich den Aufenthalt, wenn die das brav gemacht haben, dann doch schon wieder so ein bisschen kürzer zu gestalten. Aber diese also Pferde, die schon häufig auf dem Turnier waren, die können durchaus mal auch mal länger so Pause auf dem Anhänger machen. Meistens werden ja auch mehrere Prüfungen genannt von den Leuten, dass man halt zum Beispiel eine A-Dressur reitet und dann anschließend gibt es vielleicht noch eine L-Dressur und man muss halt immer gucken mit den Leistungsklassen, dass das passt, ja. Und wie schon gesagt, deswegen, das ist ganz abhängig halt auch von den Pferden, welcher Ausbildungsstand, wie oft sie halt schon auf dem Turnier waren. Jetzt ist das auch verbunden mit Kreismeisterschaften, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jawohl. Das heißt, der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein Flächenkreis und von Kirchhain zum anderen Ende, oben ins Hinterland, das sind ein paar Kilometer. Ja. Die kommen aus dem ganzen Kreis dann, Marburg-Biedenkopf. Das ist richtig. Also jetzt natürlich speziell zur Kreismeisterschaft fahren die Leute natürlich dann für diese Wertung extra nach Kirchhain, das ist schon richtig. Aber die Reiter reiten ja auch kreisübergreifend. Ja? Also zum Beispiel hier Frankenberg-Eder oder nachher Richtung Mücke, Vogelsbergkreis. Ja? Und das heißt also, Reiter sind da schon viel unterwegs. Bedeutet aber Kreismeisterschaft natürlich einen anderen Aufwand, als wenn man sagt, wir machen hier nach Corona mal so ein kleines Turnier? Nein, nicht unbedingt, weil die Voraussetzungen für die Kreismeisterschaft an den Veranstalter so vom,
vom Gelände und vom Aufwand ist der gleiche. Das Einzige, was ein bisschen mehr ist, ist halt mit dieser Wertung, also sprich mit dem Computer und so, die Leute, die dies eintragen. Aber wenn diese versiert sind, die kriegen das per Knopfdruck dann auch relativ schnell hin. Ja, die Richter sitzen noch ein bisschen anders. Ja. Jetzt in der Wertung. Als Vereinsvorsitzender ist man der Herr aller Reußen, sollte man sein. Man gibt im Prinzip auch ein bisschen die Richtung eines Vereins vor. Wie sieht es denn mit Nachwuchs aus? Alle Vereine klagen über Nachwuchs, auch der Reitverein? Also erstmal, ich sehe meine Rolle ein bisschen anders. Also ich bin zwar erster Vorsitzender, aber ich bin Mitglied eines Teams. Also es ist nicht so, dass ich voranmarschiere und alle anderen laufen hinterher, sondern also ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles. Ich habe ein Team, wir sind insgesamt 8 Personen im Vorstand und wir beraten uns ganz viel und der eine hört auf den anderen. Es ist ganz wichtig, dass wir zusammenarbeiten und gemeinsam eine Meinung bilden. Also ich laufe voran und alle anderen hinterher. Das ist nicht mein Stil und das, glaube ich, würde auch nicht so weit führen. Das war eine Art, wie früher mal Vereine geführt wurden. Da sind wir drüber hinaus. Was das Thema Nachwuchs angeht, sehe ich das genauso. Wir müssen auf jeden Fall neues Personal, neue Mitglieder, neue Jugend heranholen. Ich habe das jetzt letztens gesehen. Wir hatten vor einer Woche hier einen Tag der Vereine in Kirchhain, wo alle Kirchhainer Vereine sich präsentieren konnten. Und wir waren da und haben unser Schulpony dabei gehabt. Und ich habe die glänzenden Augen bei den Jungen und Mädchen gesehen, die dann bei dem Pferd waren, die gestreichelt haben, die geguckt haben und die auch ein paar Runden dann teilweise auch das erste Mal in ihrem Leben auf diesem Pony gedreht haben. Natürlich nur am Strick, also nicht frei geritten. Aber es war ein tolles Erlebnis für diese Kinder, das zu machen. Und wir versuchen auch genau in die Richtung weiterzugehen. Die Kleinen weg vom Computer hin zum Tier. Das ist eine ganz wesentliche Sache. Und auch der Versuch dann, nicht irgendwie alleine zu sein, sondern in einer Gemeinschaft. Und Verantwortung zu übernehmen. Auf jeden Fall. Und die Vereinskameradinnen und Kameraden. Das stimmt. Und der Umgang mit dem Tier ist ja nicht nur ein, ich setze mich drauf, reite, steige wieder ab und alles ist vorbei. Das mag irgendwann mal sein, wenn man auf Nationalniveau reitet, aber für einen Reitanfänger bedeutet Pferd eben auch ganz viel Umgang mit dem Tier. Viele Reitvereine gehen inzwischen dazu über, auch therapeutisches Reiten anzubieten. Ist das etwas? Da kann ich vielleicht was zu sagen. Ja. Ja, das hatten wir früher mal gemacht. Wir hatten also regelmäßig einmal die Woche therapeutisches Reiten mit einem damaligen Schulpferd. Wir hatten 2 ausgebildete Leute dafür, die das auch gemacht haben. Und wie schon gesagt, einmal die Woche, 2 Stunden. Und das war auch sehr schön, gerade für die Kinder, die mit gewissen Einschränkungen belastet waren. Und, aber es hat sich dann aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht mehr genau warum, hatte sich das dann nachher nicht mehr weiter fortführen lassen. Zumal das damalige Schulpferd dann auch erkrankt worden ist. Und es muss auch eine gewisse Voraussetzung für so ein Pferd sein, ja? Was für diese therapeutischen Sachen muss es geeignet sein. Ne? Das muss ja da so einiges mitmachen. Und ja, aber wir schließen natürlich nicht aus, dass in Zukunft vielleicht, wenn wieder irgend so was zu organisieren ist, dass wir dazu bereit sind, auch sowas wieder anzubieten. Ja, letztendlich kommen ja in vielen Kreisen die Anfragen dann über die Organisationen wie Lebenshilfe und Ähnliches oder über die entsprechenden Stellen beim Landkreis, die dann sowas auch finanzieren. Denn es muss ja auch finanziert werden. Genau. Ja, jetzt gucken wir uns gleich mal ein bisschen unten auf dem Reitplatz um und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Erstmal vielen Dank. Gerne. EX, halbe Wolte links, X, einfacher Galopp. HK, Mittelgalopp, zwischen K und A, versammelter Galopp.
Ich ein Tessa Schröder mit 10 Win. Herzliche Gratulation. Für das Richterteam gratuliert Frau Halle-Schlittgen. Für den gastgebenden Verein Frau Rundsheimer. Jetzt Fotoplatz. Wir haben zwei zweite Plätze, jeweils mit der Wertnote 6,5. Geht einmal nach Oberlandtal an Melanie Herrmann mit Daria. Und an den Wiesbadener Reit- und Fahrclub. Hier vertreten durch Claudia Götling mit Van Vivaldi. Beide jetzt die Wertnote 6,5. Es folgen zwei vierte Plätze, auch jeweils mit der Wertnote 6,4. Aus Hartenrod kommt zu uns Isabel Sophie Hutter mit Edward. Und ebenfalls auf dem vierten Rang Mira Sack und Fleur. Auch sie erhielt die Wertnote 6,4. Pius, nervst du? Ja, herzliche Gratulation an die Siegerin Tessa Schröder mit 10 Win. Ebenso herzlich gratulieren wir natürlich auch den Plätzchen dieser Dressurpferdeprüfung der Klasse L. Wir bedanken uns bei der Firma Landfuchs und dem Sparkassenversicherung hier in Kirchheim sowie dem Raiffeisenmarkt für die Unterstützung und bitte dann zur Ehrenrunde. Und Sie, meine verehrten Zuschauer, um Ihren Ehrenpreis, Ihren Applaus.